ganz herzliches Willkommen bei Spotlight. Diesmal sind wir an einer Sommerparty und zwar vom Fashion-Label Love Your Neighbor. Und bei diesem Label geht es eben nicht nur um Mode, sondern zu einem grossen Teil auch um Nächstenliebe. Und was es damit ganz genau auf sich hat, das zeigen wir euch jetzt. Schlangen stehen vor der Gießerei. Und das mit gutem Grund. Denn heute passiert ganz viel. Mode wird gezeigt, Lieder werden gesungen und Geschichten werden erzählt. Das alles mit viel Respekt, Liebe und Inspiration. Eben ganz im Stile von Love Your Neighbor. Hey David, dein Event, das hat schon richtig viele Leute vor einer riesen Schlange gehabt. Erzähl mal kurz, was passiert heute. Ja, heute wird das Buch präsentiert. Mein erstes Buch kommt raus. Ich freue mich mega. Heute ein sehr spezielles Event, kombiniert mit einer speziellen Modenshow. Wir haben es, glaube ich, noch nicht so viel gesehen in der Schweiz. Unsere Models werden auf Rollschuhe laufen. Ich freue mich mega. Es sind ganz normale Menschen, nicht speziell von einer Modelagentur oder so. Es gibt eine sehr, sehr auch berührende Arbeit. Erzähl allgemein ganz kurz etwas zu Love Your Neighbor für die Leute, die es noch nicht kennen. Love Your Neighbor ist ein Social Fashion Label. Wir geben 12% vom Umsatz weiter. Wir geben sonst noch sehr viele Kleider weiter. Wir nehmen die Leute mit Obdachlosen. Wir gehen mit ihnen essen. Wir geben ihnen Hotelübernachtungen. Allgemein auch Familie, die in Working Poor haben, die sich das nicht leisten können. Mal eine Ferien, schenken wir ihnen Ferien. Aber es sind wirklich Leute, die wir aussuchen oder Kunden, die uns schreiben. Und wenn es möglich ist, helfen wir sehr, sehr gerne dort. Zuerst widmen wir uns aber der Mode. Die unkonventionelle Fashion-Show hat es allemal in sich. Unscheinbar und doch unüberschaubar präsentieren die Jungs und Mädels in grundsolider Starlight-Express-Manier die neueste Kollektion von Love Your Neighbor. Zoe schnappt sich gleich mal eines der Male-Models. Ich stehe jetzt neben Bruno und komme vor wie ein kleiner Zwerg. Das liegt aber nicht nur an seiner unglaublichen Größe, sondern auch an den Rollschuhen, die er anhat. Er ist eines der Models heute. Erzähl mal, was ist dein Outfit, das du heute trägst und wie fühlt es sich an? Ist es angenehm? Ja, ich habe hier ein Poloshirt und einfach ein paar schwarze Hosen und hinten so einen coolen Bag. Der ist auch ganz heiß. Das ist extrem viel ja. Ja, ich habe es gerade gelernt. Die haben nämlich alles verschenkt, oder? Love Your Neighbor ist immer leer, wie man alles gibt. Genau. Die aktuelle Kollektion von Love Your Neighbor gibt es übrigens ab sofort auf der gleichnamigen Website. Vor Ort trifft man aber auch Fans der ersten Stunde. Hallo zusammen, ich komme euch schnell stören. Ich sehe, du hast ein Love Your Neighbor T-Shirt an. Was ist eure Verbindung zu Love Your Neighbor? Also ich habe David kennengelernt an der Visual Voice Konferenz an seinem Stand. Und mein Schatz hat jetzt für Spotlight Tickets gewonnen, weil er sich unbedingt gewünscht hat, an dieser Sommerparty zu sein. Ja. Du bist unser Gewinner. Genau, ja, richtig. Gratuliere in diesem Fall noch. Danke vielmals. So viel Unscripted Reality in eigener Sache. Jetzt geht es aber definitiv um Scripted Reality. Um Geschichten, die nur das Leben schreibt und die David Tony auf unverkennbare Art und Weise auf Papier gebracht hat. Den Auftakt macht ein toller Kinderchor und Tobi Ferraris neuer Song Love Your Neighbor. Ein guter Musiker, den ich kenne, Tobi Ferrari, hat einen Song gemacht mit einem ganzen Kinderchor zusammen, heute released. Also wir freuen uns mega, auf iTunes ist er schon drauf, auf YouTube auch, ist schon mega gespreadet schon den ganzen Tag. Ich freue mich mega, die sind so motiviert, die Kinder, und die Reaktionen haben mich mega wund auf diese Kinder nachher. Ja. Dann war es endlich soweit. Die Zuschauer hörten die ersten Passagen aus dem Buch Love Your Neighbor mit dessen Claim, es geht nicht um mich, aber es ist meine Geschichte. Nicht zuletzt deshalb ließ es sich David Tonje nicht nehmen, ganz im Sinne seines Labels, jene Menschen zu erwähnen und zu beschenken, die den Weg seines Lebens auf irgendeine Art und Weise berührt und gekreuzt haben. Ein sichtlich emotionaler Moment für den Autor und die Protagonisten. Du hast jetzt das Buch von David, wieso lässt du das signieren? Ja. Das ist eine spezielle Geschichte. Der David und ich haben uns jetzt erst gerade vor 3 Wochen kennengelernt. Wir sind mega spontan mit ein paar Kollegen in Mallorca in die Ferien gegangen. Und ich habe ihn dort kennengelernt. Er hat mir erzählt über sein Buch, schon ein paar Sachen über Inhalt. Und das war so spannend und interessant. Ich habe gewusst, dass ich es brauche. Und ich habe es extra jetzt nicht im Internet bestellt oder irgendwie bei ihm privat, weil ich unbedingt will, dass er reinschreibt,
sonst würde mir das nichts bedeuten. Ich brauche schon sein Autogramm drin. Wie ist es jetzt für dich? Jetzt ist es endlich so weit, das Buch ist draußen und du kannst es signieren. Für mich ist es ein sehr spezielles Gefühl. Für mich ich bin einfach dankbar, ja, für diesen Moment. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass es sehr, sehr viel auslösen bei Menschen, dass es wirklich Menschen gibt, die etwas rausnehmen und dann auch umsetzen. Nicht nur, dass es so einen Seelenstreichel gibt, sondern wirklich, dass die Leute aktiv sagen, hey, ich will auch einen Unterschied machen in meinem Umfeld. Ich bin dankbar. Und so überrascht es auch nicht, dass sich nach der Präsentation die nächste Schlange bildet. Natürlich nur, um sich das Buch von David Tonji signieren zu lassen. Es gibt aber auch andere Wege, dies zu ergattern. So, David, du hast jetzt noch etwas zu unseren Zuschauern zu beschenken. Genau, heute verlosen wir 3 Bücher von Love in Ever, What a Gift. Heute rausgekommen und 3x CD von Tobi Ferrari, der auch heute rausgekommen ist. Wir wünschen euch ganz viel Glück. Wie bei jedem guten Anlass verabschiedet man sich auch bei der Love Your Neighbor Sommerparty mit heißen Beats und kühlen Drinks. Was sonst? Das war es vom offiziellen Teil der Love Your Neighbor Sommerparty. Hier steigt jetzt noch eine richtige Afterparty und hier stürzen wir uns ins Getümmel. Für euch heisst es bis zum nächsten Mal, bis Spotlight und tschüss. I want that Spotlight.